Jo, was geht, meine Freunde? Selve wieder am Start. Heute mal wieder mit GTA 5 Online. Und zwar bringe ich heute keinen Glitch. Ihr seht schon, ich habe mir ein neues Auto gekauft. Und zwar gibt es ab heute den Pfister 811. So, sieht doch mal hier vom ersten Blick an nicht schlecht aus. Er kostet, ich glaube, ich habe 1,1 Millionen gezahlt. Schauen wir mal rein. Hier Pfister. 1.135.000 und ich würde sagen, gehen wir ihn doch einfach mal schnell tunen. So, steig ein. Ah, die Felgen sehen schon mal geil aus. Die lasse ich wahrscheinlich drauf. So. Ja, warum bringe ich jetzt wieder ein Tuning-Video online? Eigentlich aus dem Grund, der, ja, Rockstar band ja gerade Glitch-YouTuber, und wer gestern mein Video gesehen hat, wo ich erzählt habe, dass ich jetzt in nächster Zeit mal mit Glitche einen Stop mache, dachte ich mir, okay, heute neues Auto gekommen. Beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, kam gestern ein neues Auto. Tunen wir das doch einfach mal. Denk mal, für den einen oder anderen könnte es interessant sein. Weiß ich jetzt nicht. Lasst es mich doch einfach mal mit einer Bewertung wissen, ob ihr sowas feiert oder nicht. Dann werde ich vielleicht mal in Zukunft öfter sowas bringen. Und ja, mal schauen, was sonst noch alles kommt. Ich glaube sogar nächste Woche Dienstag, also eine Woche später, wird wieder ein neues Fahrzeug kommen. Ich glaube 77 heißt es. Mal abwarten. Auch das ist ja jetzt verboten, laut Rockstar sowas zu erwähnen. Aber gut, kann man nichts machen. So, jetzt sind wir schon mal bei der Tuning-Werkstatt. Sogar ein Supersportwagen, geil. Habe ich ja auch so wenige davon. So, Panzerung klatschen wir mal keinen drauf. Bremsen, natürlich die Rennbremsen, da ich ja sehr viele Rennen fahre. Stoßstangen. Boah, der sieht geil aus. Den klatschen wir drauf. Heck. Lassen wir mal weg. Motor natürlich. EMS-Verbesserung 4. Auspuff. Ach, der Auspuff ist da oben. Geil. Wo ist jetzt der Auspuff? Da unten. Ja, nehmen wir Tuning-Shotgun-Auspuff. Natürlich. Scheinwerfer. Neon machen wir mal drauf. Farbe weiß ich nicht, das kommt auf die Lackierung drauf an. Lackierung, Primärfarbe. Ich habe da schon eine Idee. Und zwar nehme ich hier matt schwarz. Sekundärfarbe nehme ich auch matt schwarz. Dann gehe ich wieder zurück zur Primärfarbe. Gehe mal die Metalle durch. Ah, nicht hier Metallic gehe ich mal durch. So, jetzt. Dann gehe ich zurück zum Nummernschild, mache gelb auf schwarz, gehe nochmal auf Lackierung, auf die Primärfarbe und klatsch auf mein matt schwarz noch einen kleinen Perleffekt drauf. Und da habe ich mir auch schon überlegt, dass ich mir Limettengrün drauf mache. Hier, Limettengrün, perfekt. True Emblem darf natürlich nicht fehlen. Dach. Ach, machen wir ein Cabrio draus. Geil. Seitenverkleidung. Natürlich die hier. Spoiler. Nehmen wir auch einen lackierten. Federung, den legen wir mal ganz tief. Getriebe, natürlich ein Renngetriebe. Turbo kommt natürlich rein für den Sound. Reifen, habe ich ja gesagt, die Felgen lasse ich. Natürlich kommt Schussreifen drauf und ein grüner Reifenqualm. Fenster machen wir Limousine. Und jetzt gehen wir mal zurück zu die Neon. Neonfarbe Limettengrün. Sieht doch geil aus. Perfekt. Habe ich auch ein bisschen was gekostet. Testen wir mal. Ah, Sound hört sich geil an.
So, jetzt gucken wir mal, wie das Fahrverhalten ist. Okay, Beschleunigung ist jetzt nicht... Ja, hätte ich mir mehr erwartet. So, da gehen wir mal in die Kurve. Oh, der lässt sich aber geil fahren, ganz ehrlich. Der lässt sich richtig geil fahren. Geil. Denke ich mal, das Geld war es wert. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr Bescheid. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.